O edler Miraculix, verehrter Druide, welche Ehre. Ich bitte nun deinen Kollegen, unseren Druiden Bart, zunächst dir seinen Schüler vorzustellen, auf dass er ein guter Nachfolger sein möge. Werter Miraculix, das ist Hippix. Warum auch immer ihn die Kollegen empfohlen haben, ich sag nur eins. Wenn der dein Nachfolger wird, dann habe ich die besten Chancen, der Nachfolger Kleopatras zu werden. So, mein Junge, zeig, was du drauf hast. Also, ich nehme die Flasche und schütte die erste Flüssigkeit hier hinein. Das sind aber nur Brennnesseln mit Regenwasser. Gut, in der zweiten Flasche habe ich so viel zusammengepanscht, dass ich es selbst nicht mehr weiß. Und jetzt, wenn alles gut geht, haben wir Schwupp. Schwupp und? Vielleicht einen Dünger für Pflanzen oder so. Ich meine, wenn man was zusammenmischt, dann fermentiert sich doch irgendwas. Und das wird dann meistens sowas wie Dünger. Oder nicht? Na, Miraculix, würdest du ihn als Nachfolger nehmen, als Geschenk verpacken? Miraculix, ich bin Hans Dietrix. Doch im Kanutenwald nennt man mich Magnetix. Oh, das sollte jetzt nicht der... Das ist nicht... Hey, aua, ich fang nochmal an. Achtung, Konzentration, eine Sekunde. Schlechten. Die hier können auch nichts, kriegen es am Ende aber immer noch irgendwie hin. Das hier sind die Guten und das die sehr Guten. Ich würde sagen, das ist einigermaßen überschaubar. Hier kommen die Obernullen. Die sind noch nicht mal in der Lage, eine Zwiebelsuppe zu kochen. Schön, dass du jedem eine Chance geben willst, aber vielleicht beschränkst du dich auf den Stapel mit den Guten. Obwohl völlig klar ist, dass keiner von denen einen Druiden wie dich ersetzen kann. Meinst du das ernst, Miraculix? Stell dir mal vor, der Zaubertrank gerät in falsche Hände. Mein Lieber, draus vom Wald kommt nix. Glaub mir, ich habe mir die Entscheidung nicht leicht gemacht. Nun verstehe ich, wieso du den großen Rat einberufen hast. Nur wegen eines Plumpsters vom Baum wäre das übertrieben gewesen. Ich brauche euren Beistand bei der Vorauswahl der Kandidaten. Habt ihr sowas wie eine Liste junger, vielversprechender Druiden? Nicht im Kopf, aber Zettelchen mit Namen drauf. Zettelchen? Ja, Zettelchen. Und sogar sortiert. Dürfen Druiden was aufschreiben? Oh, niemals, Kleiner. Es geht immer nur von Druidenmund zu Druidenohr, wie es sich gehört. Du hast schön aufgepasst bei Miraculix. Sehr gut. Bravo. Ein Druide schreibt nicht. Er hat alles im Kopf. Genau, aber irgendwann gehen eben auch in den größten Kopf keine Rezepte mehr rein. Darum haben wir uns auch bei der Aufstellung der gallischen Jungdruiden mit kleinen Zetteln beholfen. Ja, ist doch nichts dabei. In schönster Handschrift. Wo kein Kläger, da kein Richter. Und das tut doch keinem weh. Dann wollen wir sie mal holen. Na. Aber ich bin eingeschlafen, bevor ich rausklettern konnte. Aber bevor du schimpfst, sieh dir meine Konstruktion an. Damit kann man... Vitrine? Was? Was machst du hier? Wie willst du nun zurück ins Dorf kommen? Wahrscheinlich suchen dich dort schon alle. Nein, ich habe allen gesagt, dass sie mit uns kommt. Was? Du hast gewusst, dass sie im Kessel ist? Klar, ich habe sie hineinklettern sehen. Was? Warum hast du, Dummkopf, uns das nicht gesagt? Ja, weil sie mich darum gebeten hat, nichts zu sagen. Und du weißt ja... Und was hast du denen im Dorf erzählt? Dass wir eine Vitrine dabei haben. Na, großartig! Was sollen wir jetzt machen? Der Kanutenwald ist für Frauen verboten. Ich dachte, das gilt nur für Nicht-Druiden. Und für Frauen natürlich! Oh, was kann ich dafür, dass die Druiden alles verbieten? Ich darf zum Beispiel keinen Zaubertrank trinken. Aber reg ich mich deshalb auf? Wir tragen die ganze Zeit ein kleines Mädchen in einem Kessel mit uns herum und du sagst uns kein Wort davon? Warum muss denn der Herr Asterix immer über alles Bescheid wissen, hä? Noch dazu, wenn er keine Ahnung... Ach, Vitrine. Na komm, Vitrinchen. Das ist doch wirklich kein Grund, so zu weinen. Noch dazu, wo du so was Hübsches gebastelt hast. Na komm, zeig mir mal, wie es funktioniert. Mhm. Das ist eine Katastrophe, Obelix. Unser Zaubertrank in den Händen eines jungen, unerfahrenen Druiden. Was, wenn er damit nicht umgehen kann? Wenn er das Rezept ausplaudert, dann ist das kleine Dorf mit den unbezwingbaren Galliern Geschichte. Die Geschichte mit den unbezwingbaren Galliern wird weitergehen. Siehst du, wie die Kinder am Strand spielen? Das sind Gallier. Auch sie werden sich Eindringlingen widersetzen.
Weil wir Gallier das nun mal tun. Und genauso werden ihre zukünftigen Kinder sich gegen Feinde zu wehren wissen. Du hast natürlich recht, Asterix. Was ich vorhabe, ist riskant. Darum wird mich der beste Krieger des Dorfes begleiten müssen. Er muss mir beistehen, damit mir bei der Suche nach einem jungen Druiden, noch dazu ohne Erfahrung, kein Fehler unterläuft. Sowas kann ich nicht allein. Ich hätte da mal eine Frage. Wenn in Zukunft ein anderer Druide den Zaubertrank braut, kann ich ihn dann vielleicht endlich mal probieren? Trag mich zurück zu meiner Hütte, Obelix. Ihr bleibt immer schön zusammen, ja? Und schön vorsichtig sein! Obelix! Meine Steinpyramide! Oh, Verzeihung, das tut mir leid. Ich bin nämlich gerannt und... Nicht diese Wildschweine, Obelix! Wieso? Meine Steinpyramide! Ich will ja nicht meckern, aber ein Hinkelstein ist solider und sieht besser aus. Bist du sicher, dass du nicht stocktaub bist, Spätzchen? Ich habe noch nie eine Frau geschlagen. Schon gar nicht die Frau eines Stocktauben. Na, warte, du Lümmel! Ja. Warte doch! Was ist denn? Kleiner Imbiss. Kleiner Imbiss. Ich hab keinen Hunger. Meine Güte, Miraculix, warum so ein Drama? So ein Sturz kann doch jedem mal passieren. Ein Druide fällt nicht vom Baum, Asterix. Es ist eine Grundvoraussetzung für Druiden, nicht vom Baum zu fallen. Ein Druide stolpert also nie? Wenn er es tut, dann wäre das ein schlechtes Zeichen. Ja, wie geht es unserem Helden? Alles wieder gut? Nie das kleinste Zipperlein. Ich habe mir nicht mal ein Knöchel verstaucht. Nicht einmal. Und dann aus heiterem Himmel, zack! Ach, all die Jahre bin ich von Eiche zu Eiche gehüpft, voller Eleganz und Energie. Na komm, Druide, so ein Beinbruch ist doch kein Beinbruch. Bald springst du wieder herum wie ein Eichhörnchen. Ah, Teutates. Holst du mich nun bald in das geheime Avalon, wo das ganze Jahr die schönsten Äpfel wachsen? Es geht um Äpfel. Um Äpfel? Bist du dir da sicher? Hab's ganz genau gehört. Wer hatte die Idee, den Schwerhörigsten auszusuchen, um an der Tür zu horchen? Die hat er wohl selbst gehabt. Der Schwerhörige pfeift euch gleich was. Auch die Besten haben mal einen schlechten Tag. Deswegen muss man sich doch nicht so hängen lassen. Das passt nicht zu dir. Reiß dich zusammen und zeig ein bisschen Haltung. Du hast recht. Ich darf mich nicht hängen lassen. Na bitte, das klingt schon besser. Unser guter alter Druide übernimmt wieder das Ruder. Ich übernehme das Ruder, weil ich es muss. Also, sowas hat man gern. Als Druide und Dorfältester trage ich auch eine gewisse Verantwortung. Genau, so ist es. Frisch ans Werk. Nun gilt es, beherzt eine schwerwiegende Entscheidung zu treffen. Einmal ein Wort. Ich habe zwar keine Ahnung, was er meint, aber bravo. Schon bald werde ich nicht mehr der Einzige sein, der das Geheimnis des Zaubertranks kennt. Bravo, sag ich doch. Was? Was? Erstmal stellen sich alle in einer Reihe bei der Zaubertrank-Ausgabe auf. Gut. Genau. Und dann auf mein Signal. Meine Mutter sagt, wenn du hier den Angeber spielst, bereit sie dir eins mit der Laute über. Ja, bevor du mir was drauf beibringen kannst. Auf mein Kommando! Sertorio! Was? Sollen wir sie jetzt wirklich angreifen, damit ihnen der Zaubertrank ausgeht? Ja, ich hab's doch 30 Mal erklärt. Aber da es der erste Angriff ist, ist ihr Vorrat noch nicht aufgebraucht. Mitnichten. Mathematisch gesehen ist er sogar voll. Das heißt, demzufolge würde es etwa genauso laufen wie immer? Jo. Mhm. Auf mein Kommando! Vorwärts!
ausgeflogen. Kann er mal da? Nein, nur Frauen, ein paar Kinder und ein schlechter Bart, sagt zumindest mein Spion. Doch wie wir wissen, sind Berichte von Spionen nur mit äußerster Vorsicht zu genießen. Ich war ohnehin immer der Ansicht, Senator Tom Cruise schweigt still. Natürlich, aber was wollen wir jetzt machen? Schickt eine Kohorte dorthin. Sie soll das Dorf angreifen und sich des Vorrats an Zaubertrank bemächtigen. Ja, wo kommst du denn her? Ave Caesar. Was? Ein Attentat? Wachen! Wachen! Sagt mir, oh göttlicher Caesar, ihr habt doch von Miraculix Zaubertrank gehört, der seinem Volk übermenschliche Kräfte verleiht. Möchtet ihr vielleicht gern wissen, woraus er besteht? Der Trank dieser Hinterwäldler? Genau den meine ich. Und du weißt um seine Rezeptur? Noch nicht. Die werde ich mir noch besorgen müssen. Aber ich weiß schon wo. In den Bergen des Ostens. Nur eine Formalität. Ich werde euch diesen Trank beschaffen, O Caesar. Sodass ihr endlich dieser lästigen Rebellion den Garaus machen könnt, die euch schon so lange auf die Nerven geht. Und übrigens nicht nur euch. Dämonix! Wie geht's meinen guten alten Rauschebärten? Ist lange her? Hat inzwischen einer was gegen Rheuma gefunden oder dauert das noch? Dämonix, du wagst es, auf die heilige Lichtung zu kommen nach all den Jahren? Gerade weil es so lange her ist, könntet ihr etwas lockerer sein. Lockerer? Im übertragenen Sinn, nicht körperlich, schon wegen der morschen Knochen. Nun, möchte mir nicht jemand ein Hörnchen zu trinken anbieten? Wagst es hier, deine verbotene Magie auszuüben? Ach, weißt du, die funktioniert sowieso nur bei schlichten Gemütern. Was willst du von uns? Von euch? Gar nichts. Ich möchte mich hier nur als Nachfolger empfehlen. Nie war ich krank. Nicht mal den Knöchel habe ich mir verstaucht. Nicht einmal. Schon bald werde ich nicht mehr der Einzige sein, der das geheime Rezept des Zaubertranks kennt. Was? Ich muss einen jungen Nachfolger suchen und finden, dem ich es anvertraue. Was? Das ist eine Katastrophe, Obelix. Schrecklich! Wer weiß, was passiert, wenn der Zaubertrank in falsche Hände gerät? Miraculix? Habt ihr sowas wie eine Liste junger und vielversprechender Druiden? Nicht im Kopf, aber Zettelchen. Zettelchen? Mit Namen drauf. Mit Namen? Alphabetisch sortiert. Das hier sind die Obernullen. Die sind noch nicht mal in der Lage, eine Zwiebelsuppe zu kochen. Die hier sind zwar schlecht, kriegen es am Ende aber immer noch irgendwie hin. Man nennt mich Magnetix. Das hier sind die Guten. Komm, hör mal mit der Angeberei auf. Ave Caesar, ich werde euch diesen Trank beschaffen. Den Trank dieser Hinterwäldler? Was hast du getan, Dämonix? Hier endet die Geschichte des unbeugsamen Dorfes und die von Asterix. Ein kleines Tröpfchen hiervon. Jetzt hält er sich für einen Druiden. Ich wüsste nicht, warum das schwieriger sein. Thank you.